Sprechen Sie doch in die Mitte, wenn Sie genau. Dann, ja. Frau Renner, 69 Telefonnummern der verschiedenen Bundesministerien wurden ganz offen abgehört. Was bedeutet das für Sie? Wie bewerten Sie das? Das ist für uns der Beweis der Annahme, die wir die letzten Wochen verfolgt haben in der Zeugenbefragung hier. Wir haben immer gesagt, die NSE betreibt politische und Wirtschaftsspionage gegen Deutschland, aber auch gegen Europa. Es gab viele Anhaltspunkte dazu, die Problematik, dass die französische Regierung ausspioniert wurde, die Hinweise auf die Ausspähung des Kanzlerinnenhandys, dann die Begriffe der deutschen und internationalen Unternehmen, die sich in den Selektorenlisten fanden. Aber die Bundesregierung und auch die Große Koalition hat dies immer versucht, irgendwie herunterzureden, gesagt, es handelt sich möglicherweise doch um Kampf gegen zum Beispiel illegalen Waffenhandel und ähnliches mehr. Aber jetzt ist doch eigentlich klar, wenn wir uns die Ministerien angucken, es geht hier um die Ausspähung von Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland und in Europa durch die USA und möglicherweise mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes, wenn sich bewahrheitet, dass zum Beispiel Teile dieser Telefonnummern sich auch in den Selektorenlisten finden. Die Konsequenz kann jetzt nur sein, und das werden wir fordern, dass die Bundesregierung im Untersuchungsausschuss Bericht erstattet, welche Konsequenzen sie aus dieser Situation zieht. Da ist das Bundeskanzleramt gefragt, das Innenministerium. Die Spionageabwehr hat ja offenbar vollkommen versagt. Noch die Tage hat Herr Dr. Maaßen gesagt, es gibt keine Anhaltspunkte für die Ausspähung durch die NSE. Und jetzt diese klaren Belege. Was macht eigentlich diese Behörde in Köln? Also wir sagen ja schon in einem anderen Zusammenhang eigentlich, die hat ihre Existenzberechtigung verloren. Das ist ein weiterer Makel, der jetzt auf das Bundesamt für Verfassungsschutz fällt. Und dann kommt die Frage hinzu, was macht das Auswärtige Amt? Ich würde jetzt tatsächlich den US-Botschafter einbestellen. Ich würde mal überlegen, ob ich entsprechende Geheimdienstmitarbeiter hier in Deutschland ausweise. Und ich würde vor allem eins tun. Ich würde endlich diesen Untersuchungsausschuss unterstützen und nicht bekämpfen. Das muss die Bundesregierung tun. Wir sind diejenigen, die diese Skandale überhaupt erst nach außen bringen. Und wir tun das im Interesse der Regierung und im Interesse der Demokratie und im Interesse der Öffentlichkeit. Und das heißt ganz konkret, wir wollen jetzt die Selektorenlisten auf dem Tisch. Diese Idee des V-Manns der Bundesregierung kann jetzt eigentlich ad acta gelegt werden. Und wir wollen ein Ende des Konsultationsverfahrens. Wir können doch nicht länger diejenigen um Erlaubnis fragen, ob wir aufklären, die uns offenkundig ausspionieren. Das Zeichen müsste heute von der Bundesregierung kommen. Ich will mal kurz in einem Satz sagen, was ist der größte Vorbehalt gegen diesen Ermittler, diesen V-Mann? Der größte Vorbehalt ist, dass es eine Person ist, die für die Bundesregierung arbeitet und nicht für das Parlament. Sie bekommt einen Vertrag mit der Bundesregierung, sie wird von dieser bezahlt und sie darf nur unter eingeschränkten Aussagerechten dann dem Untersuchungsausschuss darüber nun die Erkenntnisse mitteilen, die sie aus der Selektorenliste hat. Und wir sagen, die letzten Wochen hatten wir viele BND- und Bundeskanzleramt-Mitarbeiter, die die Selektorenliste kennen. Die haben alle nichts gesagt zu Details, zum Beispiel zu den Details, die jetzt im Raum stehen. Dass es eben offenbar tatsächlich eine ganz, ganz massive politische Spionage gegen Deutschland gegeben hat. Das wird mit dieser Person sich nicht ändern. Der soll vertuscht werden und diese Person ist dafür da, diese Vertuschung durchzusetzen. Danke.